Aber das ist eine weiterentwickelte Einheit. Warum sehe ich denn das jetzt immer erst so spät? Mann. Ich sehe immer erst so spät. Da kommen noch mehr Leute. Lieber nicht an Luis vorbeikommen. Tut mir leid. So. Oh Gott, den werde ich ja nie im Leben erledigen können. Ja, das war ein bisschen doof. Erstmal das hier aufmachen. Oh, warte mal. Also typisch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ja, erst versucht eine, das ist wie wenn man irgendwie versucht erst was auf die, oh mein Gott. Als wie wenn man irgendwie versucht etwas auf der brutalen Weise zu erledigen beim ersten Mal, ne? Und dann bemerkt man so, ey, warte mal, kann man auch so öffnen, verdammt. Ey. Ja, ich wollte schon sagen, du weißt ja komplett hoch, ne? Du machst 2 Schaden. Hey, hier. Blip. Da gibt's sogar Supportpunkte. Okay. Also nicht, ob das auch so wichtig jetzt war. Das will ich trotzdem hier hin. So. Ich würde ihm am liebsten ja schon mal aus dem Weg räumen, ne? Aber da kommt schon wieder der nächste Haufen von Gegnern. Ich habe irgendwie noch nie verstanden, ey. So Rüstungen, so Ritter haben doch voll die dicken Schilde, ne? Wird man irgendwie meinen, die würden irgendwie voll gute Verteidigung gegen Zauber haben, ne? Man schießt einen Feuerball auf einen, einfach ein Schild vor die Nase halten. Oh. Problem gelöst. Weil ich denke mal, irgendwann müssen die ja schwach sein, ne? So, kann ich nicht mit einem Schlag erledigen? Ja, haha, kann ich. Duff, 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 dash. Ich bin ziemlich sicher, ich habe dich nicht getroffen. Ich habe meine Lanze voll hochgehalten. Was hat ihr? Was hat ihr, die WWE, World Wrestling Entertainment, oder so getan, als hätte ich dich getroffen? Ja. Alfred, kann irgendwie nicht sein, dass seit wie vielen Kapitel habe ich den schon mit mir? Er ist immer noch hinterher am Hängen. Verstehe er mich. Deine Hauptcharakter. Ja. Überraschung. Au. Den gleichen Gegner wie vorhin. Den gleichen Charakter wie vorhin. Ja, okay. Oh, du hast nicht das gerade getan. I can't believe you done this. So. Jetzt bewegt er sich. Jetzt, wo ich gerade... Boah. So, irgendwie bist du immer noch auf Level 14. Ich verstehe nicht, wie du halt machst. So, 8. Wie viel Schaden machst du? Machen wir einmal hier. Ja. Ich
dann kommst du einfach rein und schnappst dir den Kill. Das ist natürlich so, das ist schon klar, ne? Eine Seite hat voll die Probleme, ne? Eine Seite fegt ja alles weg, ey. Die Seite hier hat gar keine Probleme, ne? Nur die linke Seite, da komme ich einfach nicht voran. So, aber haben wir gewonnen. Mit unseren Dieb, um echte Diebesaktionen hier auszuführen. Stiefel, damit können wir die Bewegung um 1 erhöhen von einem Charakter. Ja, ich horde immer diese Gegenstände. Ich finde immer zu schade zu benutzen. Was eigentlich auch nicht gut ist. Ja, du bist ein Weibern Ritter, sehe ich gerade. Mann. Klar bist du ein Weibern Ritter, ey. Ich raten, bist du ein Falkenritter? Nee. Eine Stahllanze, ne? Ja. Etty. Ich muss mich ja schon wieder verschanzen, ey. Ich sehe die manchmal nicht, die Dinger hier. Diese Gefahrenzone hier, diese roten Felder, ich sehe die manchmal nicht. Der Weibernritter ist natürlich jetzt voll doof. Wir schon wieder nicht voran, ne? Ich muss schon wieder jetzt zurückgehen, ne? Gibt's nicht, Mann. Die ganze Zeit habe ich gewartet, dass hier diese blöde Weibernritte sich bewegt, ne? Man bewegt er sich natürlich, wenn ich jetzt hier vorrücke ein bisschen. Ich schon wieder nirgendwo durchkomme. Was habt ihr alle? Langspeer, cool. Ja, hier ist mein Speer. So. Entschuldige, wie kommst du hier durch? Wie schnell bist du? Ha! Den kann ich gar nicht entkommen, ey. Auf den Arm nehmen, ich komm gar nicht aus denen seiner Reichweite. Okay, 33. Der macht 13, der macht genau ein AP übrig. Natürlich. Oder? Ja. Dann lass mich raten, ihr geht jetzt wieder alle auf Louis los, ne? Okay. Ich habe irgendwie Angst, mich hier näher ran zu bewegen, weil sonst kommen schon wieder alle Gegner, ne? Bewegen sich. Okay. Ja, Treffer hilft. Hä? Hi, was geht? Doof. So. Wir haben diesen Drachenritter in Reichweite unserer Fernkampf. Bewegt. Komm schon, Mann. Ich bin noch nicht hier weiter. Ich bin hier noch nicht weiter. Komm, Mann. Oh, da kommt schon der nächste Weibernritter. Ey, das gibt's nicht. Ey, so was kannst du nicht.
Okay. Sag mir, du erreichst ihn. Ja, aber bringt sie nicht um. Ich mach annähernd. Warte mal, du hast Elfenbind, ne? Nö. Aber mach ich jetzt. Oh mein Gott. Okay, ich muss. Bitte Trip. Das wird es sehr viel einfacher machen. Nein. Okay. Oh, natürlich bist du auch noch hier. Aber du machst nicht so viel Schaden. Okay. Oh Gott, wie viel Schaden braucht IT? Nicht viel, ne? Ne, überhaupt nicht viel. Oh, dann erreichst du ihn natürlich, ist klar. 21, du machst aber einen Schaden. So. Bitte treff ihn. Danke. Den habe ich mehr gerade. Ah. Blockier den Weg voll. Ah, das gibt's jetzt einfach nicht mal. Warum? Warum denn? Du hast 21 Schaden. Du hast gar nicht mal so wenig Verteidigung, sehe ich gerade. Ja, jetzt hätte ich gar nicht Dings dahin packen müssen. Um ihn zu schwächen. So, du machst 9 Schaden. Okay, keine Sorge, wir kriegen das hier noch geregelt. Okay, oh oh. Aber du machst nur einen Schaden, genau. So, du musst hier hingehen. Nein, musst du nicht, weil du stirbst. Du machst 21, du machst 2x9 Schaden, du wirst halt sogar überleben. Da kommt schon direkt der nächste hier gleich. Ich kann auch nicht hier reingehen und die alle so fertig machen, ne? Da kommen die von allen Seiten hier angerannt. Die Renner. So, ich könnte geballter Kraft könnte ich ihn erledigen. Haben wir die erledigt? Sie trifft natürlich. So. Ich glaube, das Spiel hat damit gerechnet, dass ich schon viel weiter ja weg wäre, ne? Der nächste Zug, der wird nicht schön sein, ne? Ich habe Lin habe ich auch nicht aufgeladen. Ich habe gar nichts auf der linken Seite. Ein Sonnenbogen, was ist das denn? Ein Bogen mit Lichtpfeil verschossen werden können. Effektiv gegen Pfleger. Nicht kompatibel mit Einheit. Alter, wie stark ist der? Ja, bitte. Ich kann jetzt meine Leute auch nicht doch hier zurückschenken, ne? Wäre irgendwie wird es nicht bringen.
kann aber Fram da unter schicken. Mit dem Purativ kann sie vielleicht Leute heilen. Leicht. Ah, oh, nee, da wird ja nichts. Ich traue mich nicht hier ranzugehen, aber machen wir trotzdem. Er kommt jetzt wahrscheinlich und triggert die Leute hier alle, ne? Pass auf. So. Hey, was geht, na? Ja, ich glaube, das erst an. Hey, daneben. Was machst denn du? So. Ah, oh, wäre so gut, wenn du ihn kriegst. Jetzt hätten wir schon mal eine Person hier erledigt. Ich muss da weg. Ey. Okay, wenn da jetzt schon wieder neue Leute gespawnt werden, ne? So. Na, ich muss jetzt irgendwie schaffen, die alle zu erledigen, ne? Nur so nebenbei. Aber ich das schaffe. Das ist ein verkackter Weibernritter, ne? Das, wieso schaffst du das nicht? Ach. Da kann ja alles noch schief gehen. Ja, jetzt einfach noch ein Weibern Lord erledigen, ne? Einfach, das gibt's ja nicht, ne? Okay. Vielleicht wird das sogar was. So, du machst nichts an Schaden. Geschicklichkeit 11. Oh Gott sei Dank, Mann. Ah, nee, sie hatte noch Feuer. Okay. Okay. Fuck. Aber jetzt gleich noch mal Stärkungstruppen kommen, ne? Na, ich gehe jetzt hier rein. Nicht platt. So. Weißt du, das Schlimmste, was du machen kannst? 21 Schaden. Gegen nichts, nichts, nichts. Wir werden halt alle überleben. Jeder hier wird halt überleben. Dann muss ich ja heilen. Wahrscheinlich auf ihn los, ne? Wegen Brechen, ne? Okay. Oh, nicht schlecht. Ich bin zufrieden. Ja, ich auch. So, dann wird man uns bei diese sehr viel einfachen Situation hier oben. Okay. So, will ich dir den Kill geben, weil du bist eine entwickelte Einheit, da gibt es mehr Erfahrungspunkte. Und da will ich ihr den Kill geben. Da muss ich aber dein Dings hier wechseln. Ja, ich werde Donnerschwert hier abnehmen. Und so. Ich glaube, alle sind Level 15 jetzt, ne? Hm. Und eine Stahlklinge. Weg damit. So.
Hier oben sind auch noch Leute. So, da gehe ich aber jetzt noch nicht rein. Zieh mich mal hier hin. Und da gehe ich noch nicht rein. Hallo. Oh, was? Oh, du hast einen Hammer. Sicher jetzt erst. So. Sorry, aber dich müssen wir erledigen und dann einfach weitermachen. Erstmal. Perfekt. 16 Schaden, 100% Treffchance. Oh. So, erledigen. Jetzt nach links. Wir müssen uns mit den anderen Charakteren hier wieder zusammentun. Okay, nach links. Alle nach links, Kollegin. Müssen ja weg. Ich sehe schon, kommen, da kommen gleich noch mehr Leute, ne? Okay. Also ich werde jetzt hier nicht mit fremden Leute hochhalten. Sie kriegen nichts an Erfahrungspunkte. Aber ich bewege mich mal hier so rum. Wegen Purgativ. Oh, Yonaka. Ganz vergessen. So, ich glaube, wir haben es aber jetzt, ne? So, bewegen wir uns hier hoch hin. Ich muss sagen, ich werde es sehr viel einfacher haben, wenn ich mit all meinen Charakteren da oben bin. Statt nur mit einer Hälfte. Ich kriege aber niemanden hier zum Entwickeln hoch. Ich meine, sowieso nicht. Na, Level 14 und so. Habe ich sowieso nicht geschafft. Und irgendwas sagt mir, die bewegen sich alle gleich von der Mitte aus. Die werden nicht im Leben. Die werden nie im Leben da alle stehen bleiben und warten. Jetzt kann ich so den Rhythmus des Spiels irgendwie auswendig. Oh, Ivy sollte vielleicht auch mal hochheilen, ne? So, was haben wir hier? Lanzenkämpfer. Okay, egal. Schaffen wir mit jedem hier. Ist aufgefallen, ich habe keine einzigen Axtkämpfer mitgenommen. Hm. Aber ist auch egal. Schaffen wir. Aber so. So. Wenn ich dahin, kannst du sie gleich mal heilen. Immer noch Level 14. Und ich versuche es, ey. Ich versuche Alfred die ganze Zeit hoch zu leveln, ne? Aber irgendwie ist mit ihm schwierig. Weil er so mittelmäßig ist. Deswegen mag ich Kavaliere nicht. Die sind nie gut in irgendwas, ey. Die sind viel zu ausgeglichen in allen. So, Stahllanze ist mal einer von denen ist doch bestimmt ein Hellebardier. Oh nee. Wir haben gar nicht so Lanzenkämpfer bisher, ne? Bei Hellebarden. Was zusätzliche Heilmacht. Warum? Noch von ihr kriegt sie auch Erfahrungspunkte. Ihr fehlt noch ein HP. Ich voll übersehen.
Aber ich schaff mal auch, ne? Jetzt einmal die Leute dahin gepackt. Ich denke, wir kriegen dann ja voll viele Level, weil ich einmal die schwachen Einheiten hier impacke, ne? Aber die haben alle nur ein Level bekommen bisher. Oh mein Gott, ehrlich. Zweiprozentige Crit-Chance, ey. Natürlich. Ach. Natürlich, weil der meine ersten Kakteen nicht bewegt habe. Tut mir leid, aber mit 2% Crit zu kritten ist denkbar unwahrscheinlich. Das kann passieren, aber mein Gott. Und natürlich hat das auch exakt gereicht, ey. 33 Schaden. Ey. So was von typisch wieder. Ey. Oh, dann schick mal Louis rein. Der wird sogar einen kritischen Treffer aushalten. Muss ich noch einen Zug warten? Also warte, Naka, gehen wir da in die Tür. Boah, nee, lass mal. War ich wahrscheinlich. Falls sich die Leute damit entschließen zu bewegen, ich sie parat haben, bis sie ablenken kann. Ah, jetzt muss ich noch einen Zug erwarten. Da, jetzt war so weit nochmal. Also was hier? Ich nehme an, hier Baden haben erhöhte kritische Trefferchancen, ne? Nein, den Spielen haben die ja, glaube ich. Okay, ordentlich viel Erfahrungspunkte gekriegt hiervon. Ja, am besten wäre, wenn Alfred den jetzt erledigen könnte, ne? So als Rache. Okay, Louis hat ganz schön abgesahnt hier, finde ich. Du bist tot. Boah. Was hat von mich zu töten? Mit 2% Crit-Chance. Wieso habe ich nur 33 Erfahrungspunkte bekommen? Das ist genau wie bei normalen. Das ist genau wie bei normalen Einheit. Eine unterentwickelte Einheit. Ist irgendwie nicht fair. Oh. Ah, ist so gut. Jetzt können wir unsere entwickelte Einheit ganz erteilen. Für mehr Erfahrungspunkte. Man sieht irgendwie, dass ich mit den Kavalieren nicht klarkomme, ne? Wir sind die Kavaliere immer die unterentwickelsten, untergelevelten Charaktere. Sagen so ein Pizzchen ab hier habe ich gesehen. Oh, der ist sogar getroffen. Ah, du triffst ihn sowieso jetzt nicht, ne? Pass auf. Ne. Ach, komm. Irgendwie Treffer plus 15 oder so, ich weiß nicht. So. Ja,
Aber so viel dazu. Müssen wir eine neue Tür aufmachen. Natürlich auch wieder ein bisschen Zeit kostet. Hier tun die sich echt nicht bewegen. Benötigt hier jemand Heilung? Du gerne. Neun Erfahrungspunkte. Weg. Können die beiden die Dinger da einsacken? In der Zwischenzeit gehen wir da runter. 40 HP, geil. Dann wir so ein kleiner Furz. So, du benötigst noch Heilung, du benötigst noch Heilung. Lass ich mal ganz kurz die Schatztruhe hier noch einsacken, ne? Und dann können wir weiter. Wir haben Töter. Heilig Bündnis. Vierte Stufe. Der Kampf reicht ja zweimal an. Vierte Stufe. Stimmt, das so Kampfschriftrollen. So cool, da kann man ja eigentlich da reingehen, ne? Und ich wette, alle kommen sollen auf uns los, ne? Sobald wir irgendwie einige Leute irgendwie, keine Ahnung, getriggert haben. So, hier mal Schwertkämpfer, noch ein Schwertkämpfer. Ich traue mich da nicht reinzugehen. Los, geh doch mal da hinten. Ich glaube, da ist am sichersten, ne? Ich habe außerdem, dass wir irgendwie weil nicht Hortensia irgendwie ansprechen können oder so, ne? Vielleicht mit Ivy oder unseren Hauptcharakter. Damit wir irgendwie Kampf verändern können, aber sie hat zwei Bossbalken, von daher bezweifle ich, dass wir sie einfach ansprechen können, weil das wird irgendwie zu einfach, habe ich so ein Gefühl. Ja, dann machen wir ja sie nur ansprechen, ne? Dann wollen wir nicht gegen sie kämpfen, ne? Ne, ich glaube nicht, dass das Spiel so einfach macht. Sie ist so kurz davor, Level 20 zu erreichen. So kurz. Ich kann eigentlich schon mit Alfred. Na ja, komm, tun wir dich. Muss sowieso warten, bis ihr alle hier seid, ne? Unsere Ringe sind auch noch alle voll, sehe ich gerade. Mein Gott, ey. Alle geheilt, cool. So, mit dir würde ich gerne Level 20 erreichen, damit du vielleicht mal die Klasse wechseln kannst oder so, ne? Ja, sehr gut. So, ich habe 12 Leute hier. Den Bossen ist natürlich immer so eine Sache, ne? Die sind voll schwer. Deswegen hoffe ich jetzt mit hier in unseren Truppenvorteil müssen wir halt hoffentlich erledigt kriegen, ne? Zu lange warten, bis meine Charaktere alle Reichweite sind. Ich würde gerne mit Alfredo hier Leute anlocken.
Ich sehe ja sowieso, ne? Die kommen dann gleich alle auf uns los. So. Gehen wir mal hier rein. Wir haben Töter, warte mal. Gib mir den mal. Ja, wie es der Zufall will, haben wir da oben eine Einheit, die auf dem Weibern reitet. Okay, oh, perfekte Positionierung. So Frappen, die links ist, anstatt in der Mitte. Ja, komm her. Bewegt sich noch nicht mal da oben. Wohl. Was eine Crit-Chance? Nein. Machst du ja sicher nicht aus, wenn ich die ja alle so einzeln unlock, ne? Immer sagt mir, der Boss ist sowieso das Schwierigste, was mir gleich passiert. So. Ja, du kommst hier hin für mehr Schaden und so. Du heilst sie hoch. Heilung geht mir langsam aus, wenn es so weitergeht. Ja, 2 Erfahrungspunkte, sehr gut. So, noch mehr Protection. Boom. Aber 2 Schützen hier, ne? Wenn du glaubst, ihr habt eine Chance gegen mich, ne? Die eine mit der Orkanaxt wird wahrscheinlich schwierig zu sein. Daneben. Okay, bewegt sich immer noch niemand. Cool. So muss das sein. So, 13 und er macht, glaube ich, eine Menge Schaden, ne? Nö, hallo? Ich bin Schwein, er machte voll viel mehr Schaden. Bin übrigens runter, der immer trifft, ne? Ja, der 100% seine Eisenlanze. Irgendwie das ist ein persönlicher Skill oder so, ne? So, er wiederum. Und immer so eine kleine Möglichkeit hier daneben zu hauen. Macht aber nicht. So, jetzt sind aber alle auf Level 15. Sehr gutes Level up. Und das auch noch cool. Ja, Level 19, komm. Wenn sie jetzt vielleicht 1-2 Kills hier noch abstaubt, können wir sie hochleveln auf Level 20. So, wer war das nächste? Jetzt sind noch die Leute hier alle übrig. Ich bezweifle, dass sie da stehen bleibt. Sie wird neben dem da stehen bleiben. So. Feuerlanze, oh Mann. Ich kann mich nicht in Reichweite bewegen, ohne wieder 2 von denen zu triggern. Schicklichkeit 13. Resistenz 19. Erst was mir ja einfallen würde, ist hier ihm.
und das Donnerschwert. Da macht er nichts mit Schaden. Also ich kann mich nirgendwo hin bewegen, ohne die beiden jetzt zu triggern. Ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten sie mit einem Schlag erledigen, wenn wir ihr Dings einsetzen. Lin, ne? Aber warte mal. Ah. Okay, wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Muss überhaupt, ist gar nicht hier. Ich habe aber viele. Und er hat gar keinen Balken. Sowieso, warte mal. Hat mir ja irgendjemand angezeigt, so zum Ansprechen. Sieht nicht so aus. Ich könnte natürlich auch den hier machen, ne? Wäre mal eine Idee. Knapp meine Doppelgänge hier hinpacken. Haha. Anlocken. Okay, das ist ja auch ein bisschen zu eng hier mit den Leuten. Okay, besser wäre, wenn er hier mit dem Würmtöter reingeht, ne? So. Oh, sie kommt hier mit. Oh. Ah. Ach ja, sie hat Voran. Ja, von 3-4. Nein, wer bin ich? Oder neben? Knapp. So, ich mach mal kurz den Rückzieher, ne? Warte mal, dein Wirbentöter, aber er bringt ja nichts, ne? So, am liebsten würde ich ja erstmal die beiden erledigen, ne? Okay. Entschuldige, was? Wie wenig Schaden mache ich dir? Ah, weil du... Ah. Die haben natürlich alle Sachen, mit denen sie... Was? Das kann nicht von zwei. Sie hat nur eine... Okay, wow, wie viel Schaden macht sie gegen... Natürlich nicht schlecht, ne? Aber er hat natürlich voll ausgeglichen. Ja. So, ich würde gerne den hier machen. So, wenn ich mich neben meinen Hauptcharakter platziere, dann mache ich sie sogar mit einem Schlag fertig. Cool. Zack, zack. Ja, Torpedos abgefeuert. Ja, cool. Okay. Oh, ich doppel sie. Hm.
So, ich könnte den ja machen. Auf jeden Fall. Oh ja. Bringt sogar. Was ist das für ein Ding da in der Mitte? Nächste Runde. So, ich habe übrigens nicht gecheckt, aber sieht nicht so aus, als könnte ich hier mit irgendjemand reden, ne? So, sie könnte da reingehen und sie fertig machen. Und vielleicht nicht getroffen werden. War sehr cool. Boss in diesem Spiel zu kämpfen ist so gruselig. Nee, so schwieriger Boss im Fire Emblem gekämpft. Oh, Hallöchen. Entschuldige, was? Ah, oh, deswegen. Okay. Ich zeige dir, wie man kämpft. Oh, dich. Dich. Ah, dich. Ach, weil er Magie Schaden macht, deswegen. Ha 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 ha. Wenn sie ihn treffen würde, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das wird irgendwie ein Song sein, der irgendwie voll oft auf YouTube irgendwie nachgeschaut wurde, ne? So, wer auch immer mir da gerade hilft, du musst treffen. Oh, sehr gut. I knew it. mein Vertrag steht, ich darf nicht sterben, also, ne. Problem ist, sie kriege ich nicht down. Sie wird irgendjemand ja kaputt hauen. Obwohl. Vielleicht nicht. Naja, ich glaube, sie wird sogar gar keinen erledigen können. Sie macht 15 Schaden. Wieso machst du 15 Schaden? Obwohl, da kann man eigentlich. Habe ich noch Heiler hier übrig? Nö, doch. Oh, guck mal hier. Ganz vergessen. Ah, da wird aber knapp hier. Okay, das ist ein bisschen gruselig, aber schaffen wir. Warte mal, da oben. Wer trifft mich da oben noch? Hahaha. Da ist auch noch jemand. Du bist natürlich genau da in Reichweite, ey. Okay, du hast Wind, 25 Schaden. Ich werde mich da wohl nicht erledigen, ne? 5 Schaden. Ich werde mich da nie im Leben so hart erledigen, ne? Die letzten Worte. So.
einen Moment hat er herauszufinden, ne? Alter, sie wird vollkommen vernichtet hiervon. Ich glaube, Hortensia wird nicht mal annähernd so schwierig sein wie die Leute hier. Ich krieg jetzt eine Axt, ne? Jawohl, hoah. Magische Axt, oh, da muss ich mal gucken, ob die Anna tragen kann. Ich glaube, ich am meisten Magie. So, der macht ja 25 da oben, ne? Das heißt 13 Schaden. Ah, wird genau reichen, das gibt's nicht. Na, warte mal, Ike hat doch irgendwie so was, ne? Genau, jetzt sind die KP der Einheit nach dem Kampf unter 75. Halten Sie, warte, lange KP unter 75 bleiben. Ah, das müssen wir überleben, ne? So, mach mal den hier dann. Ich vergesse mal, Ringe auch eine Möglichkeit sind hier. Den Schaden ich jetzt nehmen. Also das heißen, du hast damit gerechnet, dass ich euch erledige. Ist ein bisschen armselig. Irgendwie tut das die Hauptbösewichte etwas weniger bedrohlich darstellen, wenn die so oft vorkommen und so oft auf die Fresse bekommen. So, ich hoffe jetzt natürlich, Ivy wird das überleben, weil sonst kriege ich hier einen Anfall. Ich glaube nie im Leben irgendwie 33 Schaden oder so fressen und einen Angriff, ne? Mein Schwert. Oh, wow. Geht gar nicht auf sie los. Ja, da oben ist auch noch einer. Musik ist mal richtig klasse, ne? Jetzt nicht irgendwie, was ich mir unter Fire Emblem Musik vorstellen würde, aber trotzdem klasse, ne? Okay, machen wir ein bisschen Schaden hier für Erfahrungspunkte. Ich hoffe, wir kriegen neue Level 20 und so rein. Ja, komm hier. Aussieht, steht Hortensia trotzdem nur darum. Wo bist du denn noch? Abwehrhaltung. Fugativ, wow. Keine Ahnung, hier. Eigentlich egal. Was eine Mucke, ne? So. Ach, jetzt bewegst du dich, ist klar. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Mann. Boah. Warum bewegst du dich jetzt auf einmal? Ich wusste es, ey.
kannst diesen Spieler nicht trauen, ey. Cool, jetzt macht sie wahrscheinlich irgendjemand fertig. Naja, sie macht immer noch Faktor. Ah, der macht Protection. Ja, tut mir leid, aber du musst auf mich loskommen jetzt. 22, komm. Sehe ich jetzt mal gar nicht ein. So. Wie, du kommst nicht auf mich los, ey. Wow. Hey, so können wir wenigstens noch Ivy hochleveln auf Level 20. So Gefühl. Können wir sie weiterentwickeln. Ah, Säule, da fühle ich mich sicher. Ah. Komm her, beweg dich hin. Jawohl. Oh nein, ich bin gebrochen. Aber weißt du was, hier. Ah, jetzt wird der... Wird der eine Typ auch getroffen. Kann nicht mehr abwehren. So. Ich nehme an, ich kann nicht mit sie reden, ne? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Wegen Loin. Tief gegen Drachen. Ja, ist natürlich nicht so gut. Kann ich dich bitte erledigen? Wow. La 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 la. So, jetzt noch Hortensia erledigen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Mein Gott, sieht sogar, macht sogar Schaden gegen uns. Irgendwie, wieso macht das uns Schaden? So, ich könnte die erste, erste Ding könnte ich abziehen. Bonk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch am Leben. Muss ich noch nicht gut nachwünschen. Oh nein. Also mit dunklen Emblemen synchronisierte Gegner können der Trost vorfallen, wenn sie Erweckungssteine verwenden. Diesen Zuschauer erzwingen sie zusätzlich kontrollierbare Kräfte von ihren dunklen Emblemen, sind stärker denn je. Sieh dich vor. Meine Erfahrung zwischen... Okay. Und da sind noch Gegner, cool. Schwert des Schöpfers, oh nee. Ja, ich werde jetzt aber nicht viel herum experimentieren, wenn ich ehrlich bin. Haben wir hier noch, wer ihr habt irgendwas noch zum Hinterlassen. Haben um die zu erledigen.
Ja, ich kann jetzt leider nicht hier die anderen Gegner auch noch erledigen. Weil Hortensia jetzt ganz schön stark. Also gut, einfach dann noch ein Level abbekommen. Irgendwie hat er es geschafft, von allen Leuten auf Level 16 zu kommen. Sehr schön. Das müssen wir nur noch sie irgendwie einmal erledigen. Oh wow. Lass mal ja mit ihr, ne? Okay, Elfenflut trifft zu 100%, perfekt. Okay, wir haben es geschafft. Also wir können uns hier noch ein bisschen austoben jetzt. Einigen Gegnern hier. Zum Beispiel er hier. Sind noch ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte, hallo? Okay. Irgendwas mit Held hat er gesagt, ne? Ich bin jetzt der Held. Oh. Noch ein paar extra Erfahrungspunkte, ja. Zack. Ja, sie hat auch ein Schwert. So. Und dann wollte ich eigentlich mit ihr hier jetzt einen Schlag ausführen. Alle noch am Leben. Ups, nein. Jetzt wohl dann Einheiten immer als erstes kommt. Ja, ne, 12 Charaktere. Was war hier? Den absolut letzten Charakter hier noch. Schade. So, dann kommt Ivy. Wir können nicht mit ihr reden, leider. Also hoffe ich, wir kriegen sie danach. Bitte sag mir nicht, ich hätte irgendwas anderes noch machen müssen. Das Rekrutieren in diesem Spiel scheint bisher nicht so kompliziert zu sein wie in anderen Spielen. Einfach nur Kapitel schaffen oder Kapitel starten. Deswegen mache ich dich jetzt platt. Nicht gereicht. Okay, Alfred. Hängt das irgendwie damit zusammen, wer die meisten Erfahrungspunkte bekommt? Ich glaube, da nichts, ne? Mir kam es jetzt nicht so vor, als hätten wir mit ihnen. Irgendwie haben wir mit Louis mehr gemacht. Okay, cool. Aber er hat geschafft. So, jetzt schließe ich uns an, Hortensia. Ja, sieht gut aus. イルシオン兵たちは撤退しました。私も戻らなきゃ。今戻ったら危険です。またセピアに洗脳されてしまうかも。でも私がいなくなったらイルシオンの後ろに誰もいなくなっちゃう。お父様がいなくなったイルシオンを 守れなくなっちゃう。そうね。でもそれは仕方のないことよ。
Emblem der Akademie. Freehouses Thema. Yep. Beste Lied. Was geht? Ich bin der Hauptcharakter aus dem letzten Spiel. Sehr komisch, ihn reden zu hören. Ich weiß, in Free Hopes hat auch geredet. Oder war das was anderes? War mehr so Bösewicht neben Charakter. Außerdem habe ich doch gehört, die weibliche Version von dem mehr kennen war. Ja, ne? Was ist eigentlich passiert mit ihr? いのちびろしたよ。母さんを捕まえてた いるしを戻らなかったのかい。今回の件、本当に申し訳ありませんでした。どんな罰でもお受けします。私からも謝罪をさせてください。ソリア女王、オルテンシア王女は確かに戦を仕掛けてきました。ですが、途中から蛇竜側の幹部に操られていたんです。正気に戻った後、指輪も返してくださいました。 Sehr viel,
sehr ganz schön andere Besetzung. と言いたいところだけど、あんたたちに罰を与える気はない。城に入ってドンパチやらかしたのは勝手に入ってきた蛇竜側の兵たちだろ。オルテンシア王女がしたことは結局一人でここに来て私たちをちょっと脅した。それだけさ。 申し訳ないと思うなら、さっさとジャリューを倒してイルシオンを再建しな。隣国がいい国になると私の利にもなる。この話は終わり。いいね。はい、ありがとうございます。お慈悲に感謝いたします。スフォリア女王、必ずや祖国の再建をお約束いたします。 Eine weitere Herrscher ist geschafft zu überleben. Ich brauche nur meine Hauptcharaktere. だからこっちの心配はせず。 遠慮なくジャリューをぶっ潰しに行ってきな。はい。ありがとうございます。そういうわけだよ、ミスティラ。もう一つの指輪の場所に神竜様をご案内します。ああ、未来を選びし者の指輪、しっかりお渡ししてくるね。ベルトファインダレン。アテンゼア hat sich angeschlossen. Oh, endlich. Endlich mal etwas Asche. Weltveränderin. Das könnte vielleicht Erika. Ja. Und Fire Emblem 8 sein. Das ist ein einziges Spiel, das hier noch vertreten ist. So, Emblem Byleth. Emblem Bylefs. Durchdachte Anweisungen erhöhen die Werte seiner Verbündeten und führen sie zum Sieg. Die Synchrofähigkeit göttlicher Puls sorgt dafür, dass Angriffe, die ihr Ziel verfehlen würden, manchmal dennoch treffen. Emblem Byleths Verbündetenwaffe ist in Heroin-Relikt ein Item, das für jeden Einheitentyp anders ist. Sein Herion-Relikt, ein Item, das für jeden Einheitentyp anders ist. Ah, cool. Ah, da sehe ich auch Lumia, Amir, Blutgang, Nimmerfall. Blutgang, das ist von Marianne, war doch das Schwert, ne? Die Bündnisfähigkeit Unterricht gewährt Verbündeten in der Umgebung einen Wertebonus. Innerhalb von zwei Fällen einen Wertbonus, je nach Typ des Anwenders. Dauer eine Runde. Verbündungsangriff Tanz der Göttin gewährt bei Nachbarn Verbündeten eine weitere Aktion und ein Wertbonus. Ah, schade, kein Erfahrungsbonus, so wie in Free Houses. So, Hortensia. Sie ist. Warum müssen Sie jetzt Level 19? Sie war gerade Level 20. Mich so gefreut, sie direkt Klassen wechseln zu lassen. So, sie ist eine Bändig an, das ist die gleiche Klasse wie Ivy, ne? Ja. So, Ivy werden wir definitiv in der Dings hier reinpacken, in der Arena. Wird die Einheit einen Heilschab wählt, sie Reichweite plus 1. Okay. Ah, oh, eine neue Heilerin. Oh. Kann ich die beiden jetzt benutzen, anstatt Fram erstmal. Schelmische verwöhnte Prinzessin von Lucia. Sie ist Familie und Freunden hingebungsvoll zugetan. Sie hat sehr wenig Verteidigung. Magie ist auch nicht so gut, aber da wird schon mal. Sie kann fliegen, das ist schon ein riesiger Vorteil. Gehen Sie vorher, haben heute eine wichtige Lektion gelernt. Meint ihr nicht auch? So, dann rennen wir ja noch durch, ne? Ich glaube jetzt nicht die Entschuldigung von der einen, ja. Ja, ich bin ausgerutscht, deswegen konnte ich euch nicht erledigen. Ja, ich werde immer stärker. Ich bin ja, ich bin auch kurz davor, Level 20 zu erreichen. Ja. Ja, ich dachte, möge dies uns im Frieden näher bringen. Ja. Ich muss mal langsam wieder einige Charaktere Klassen wechseln lassen. Man kann schon Charaktere ab Level 10 hochleveln,
die Klasse wechseln lassen, aber um das meiste aus den Charakteren rauszuholen, sollte man es so spät wie möglich machen. Sonst verliert man Werte. Palast doch jetzt zu Hause. Ich dachte, das Stück jetzt Planet. Nicht auf den Arm nehmen. Schwache Leistung, ohne den hat man gar nicht überlebt, ey. Mein Gott. Ich lache ein. Keine Sorge. Keine Sorge. Bald. Du bist Level 17. Dein Tag wird kommen oder deine Nacht. Keine Ahnung. Siehst mehr aus wie ein Nachttyp. Irgendwann kommt jeder mal dran. Keine Sorge. Hey. Dann macht sich, tut ihr ein bisschen, weil nicht sich gemütlich machen. Okay, hier gibt es leider keine Tiere. Ich habe extra hier gespendet, ne? Hey, ja, du hast ein Level hast du bekommen. Den Platz jetzt, den schwöre ich euch, wir haben Gott. Alles klar, schließt sich mir an. Er ist nicht gefallen. Eine Person hat es geschafft, hier sich reinzuschleichen. Okay, ah, jetzt ja auch wieder andere Klamotten. In Support hat sie aber noch alte Klamotten an. Ja, kein Problem. Aber ich merke jetzt, jetzt können wir uns Ringe von Free Houses herstellen. Ah, jetzt können wir Free Houses Charaktere als Ringe erstellen. Mit dir schon geredet? Ja, anscheinend. Ich glaube aber nicht, dass die umsonst jetzt irgendwie geschafft hat, irgendwie. Keine Ahnung, die ist irgendwie, dass unsere Leute es irgendwie so offscreen geschafft haben, die zu retten. Die haben bestimmt irgendwie, die haben sich bestimmt irgendwie geholt, was die wollten, also die Bösewichte, und haben sie dann wieder freigelassen, ne? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie so, oh ja, übrigens, wir haben es geschafft, die zu retten, ne? Kein Problem. Das ist ein bisschen zu offensichtlich, dass da irgendwie was noch was anderes ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ist sie auch eine Hochstapperin. Ah, guck mal. Okay, dann sind wir fertig. Auf zur Weltkarte. Erstmal. Man weiß ja nie, ne? Cutscenes oder so, ne? Ja, sag ich doch. Diesmal läuft sogar in den Klamotten rum. Ich glaube, sie ist verwandt mit uns. Ja, wenn sie schläft, dann wird sie zu ihr anderen, ne? Ja. Letztens hat sie auch irgendwie so gesagt, so, ich brauche Schlaf. Da wollte ich eigentlich die Theorie auch schon erwähnen. Ist mir aber, habe ich dann vergessen. Sie bemerkt nicht, dass sie eine dunkle Seite hat. Und wenn die dunkle Seite schläft, dann wird sie ja zu dieser der freundlichen oder echten Vale. So. Level 19. Okay, das heißt, im nächsten Part können wir uns vielleicht mal um einige der Nebenquests hier kümmern. Ja.
nein, ich wollte darunter. Controller. Da können wir uns hier nämlich beim nächsten Mal um diese hier kümmern, zum Beispiel Level 19, ne? Oder hier, aber oder hier, ne? Oh, Level 19, ja. Machen wir erstmal diese Level. Aber wir machen wahrscheinlich erstmal die obere, weil da war die von, ich glaube, Lucina, ne? Die haben wir, glaube ich, zuerst freigeschaltet. Also machen wir dementsprechend auch die, ne? So, machen wir uns unsere kleinen Runden hier noch. Im Somniel. Und dann war es das schon wieder für diese Folge. Was soll ich da beim nächsten Mal machen? Ich würde halt eigentlich gesagt jetzt schon alles machen, gerne. Bandgespräche sind verfügbar. Ja, eine Menge Gespräche sind wahrscheinlich jetzt verfügbar, ne? So, Laden und Arsenal, neue Waren. Aber ja, ich jetzt Geld habe, ne? Ich sollte mir vielleicht irgendwie überlegen, wo ich mein Geld reinpacke. Sagt er, während er wahrscheinlich irgendwie alles wieder in Spenden reinpackt, ne? Sagt er mal, ja, wir haben Töter. Wenn im Fall, dass ich den verpasst hätte, ne? So ein Donnerschwert, so ein Zweites wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe nicht viele Leute, die irgendwie gut Gebrauch machen können davon. Weil das magischer Schaden ist, ne? Deswegen will ich am liebsten irgendjemanden haben, der magischen Schaden anrichten kann. Selene könnte eine ausrüsten, ne? Aber das Problem ist, sie hat schon Zauber. Also ihr ein Donnerschwert zu geben, was auch magischen Schaden gibt, wäre irgendwie kontraproduktiv, ne? So, sie bräuchte irgendwie so ein magischen Dolch oder so. So, Anna hat 5 Magie, verdammt. Na, sie bräuchte eine magische Lanze. Oder magischer Dolch hier. Und Dings bringt es leider nicht so. So. Okay, wir haben unendlich Erneuerungsstäbe, unendlich Illumnisstäbe, das werde ich mir merken. Meistersiegel, Zweitsiegel. So, ich habe einige Dings hier freigeschaltet anscheinend. Ne, weil ich sehe doch was hier auf der Karte. Hier ist doch gerade was. Ach, mit Ike, ne? Ike. Coole Klamotten. Hey, danke. Du auch. Ja, ich weiß, sind doch meine. Versuch mal einen Angriff abzublocken. Dich tot. So, Urban. Das ist doch irgendwie die Axt von denen seinem Vater, ne? Von Grail. So, das erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt erst einmal so was von die mein Gott, der Part ist so lang, ne? Aber was soll's. Ich werde jetzt erst einmal Ivy hier mit Level 20 auf Level 20 bringen. So, wäre Elfenflut besser? Elfenflut ist eigentlich nicht schlecht, ne? Die Arena. So, dann reicht sie nämlich Level 20, ja, ne? Da können wir sie vielleicht schon hier entwickeln. Ja, wäre nicht schlecht. Wenn du gewinnen wirst, das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Oh, wow. Gott, bitte krieg mich nicht. Warum läufst du mit einer Meisterachse um, hallo? So, perfekt. So, Magie 20. Ich bin zufrieden. So, sie ist ja ein Hauptcharakter, deswegen hoffe ich, sie wird irgendwie eine einzigartige Klasse oder so irgendwie dort haben, ne? So, Klassenwechsel. Zeig her. 20.
steht ja Maximum, ne? Die Einheit hat den maximalen Level erreicht. Perfekt. Was haben wir bei ihr zur Auswahl? Lindwurm. Magiekundige Weibernritterin, die Gegner aus der Luft bekämpft, setzt mächtige Magie und Stäbe ein. Oh, Bändigerin. Irgendwie kann ich in zwei Ziele könnte ich sie noch mal zur Bändigerin machen. Ich kann ja mal so abschicken. Aber Bändiger scheint irgendwie einzigartig zu sein. Ne? Rittmeister, Axtleger, Kampfmeister, Dieb. Ich habe außerdem gemerkt, hier Dieb hat glaube ich keine Entwicklung. Oh oh. Okay, das macht es ein bisschen einfach hier. Sie hat nur eine zur Auswahl und scheint eine einzigartige zu sein. Ne? Zupackende Lehre. Greift die Einheit mit einem Buch an. Kann sie zusätzlichen Schaden gleich 50% des gegnerischen Magiewerts zufügen. Chancen in Prozent gleich Beendigkeit. Sie hat eine Menge Beendigkeit. So. So. Oh, mehr Figur, mehr. Sehr gut. Ja gut, rein da. Ich habe 7 Meistersiegel. Von daher kein Ding. Ihre Klamotten sind immer noch die gleichen. Das ist, was ihr von euch wünscht, dann werde ich es ohne zu zögern annehmen. Okay. Ich glaube, der Kragen hinter ihr ist neu, ne? Spätestens in Support würde ich dann sehen. Okay, aber eine weiterentwickelte Einheit wieder. Cool. Dann könnte ich es versuchen mit ihm, ne? Hier auf Level 20 zu kommen. Kann ich überhaupt die Klasse wechseln mit ihm? Also ich mache dann einfach jetzt. So. Geh da rein. Reicht Level 20. Oh. Oh nein. Aua. Oh. Oh wow. Der war gut. 3 Erfahrungspunkte, ehrlich. Okay. Ja, noch mal. Das ist ein dicker Pfeil. So. Ich kann über Level 20 sein. Okay, gut. Aber ich kann mich jetzt nicht entwickeln. Das sollte helfen. Keine Unterstützungen. So. Cool. So, jetzt will ich mal sehen. Mir sagt mich, kann mich schon entwickeln. Würmgott. Oh. So, ich kann Fäuste einsetzen, jawohl. Herrscht mit großer Macht über die Welt, kann Schwert- und Kampftechniken der Würmgötter nutzen. Göttlicher Geist, der Bündnisgeist der Einheit wird um einen Schritt verringert. Ich weiß nie genau immer, was das bedeutet. So, Figur plus 3. Oh. Alter, guck mal, wie hoch die Werte da gehen, ey. Ich komme 13 Werte. Ja, nehmen wir mal. Aber nur A-Schwertkampf. Hm. Kein S. Egal. Na, wie sieht denn jetzt aus? Oh ja, das sieht ein bisschen anders aus. Dann nehme ich mal an, Ivy hatte auch einige Veränderungen. Ich werde für alle kämpfen. Wir am Gott sein. Oh, sehr gut. Oh, schön. Ja, langsam werden wir stärker. Wir brauchen diese zusätzliche Stärke einfach nur, um irgendwann mal uns aus der Klemme irgendwie zu retten. So cool. Wir haben die Arena benutzt. Was ich jetzt noch machen will, ist in die Ringkammer gehen und einige Free Houses Ringe hier herstellen.
Ich weiß nicht, wie ich das hier alles schneide werde. Keine Ahnung. 2 1/2-stündige Parts. Geht halt nicht anders, ne? So, Bandring erstellen. Ich hätte gerne vielleicht 20. Ich habe genug von den Dingern. 20.000. So. Reach for my hand also away. So, Felix. Da sieht man schon, wie die Art wirklich sich geändert hat, ne? Weil jetzt nicht mehr so antik aussieht hier. Dimitri. Ah, leider alles die vor den Times gibt, ne? Raphael. Mit einem goldenen, wenn es geht. Das ist ein silberner, oder? Nee, sind nicht Dimitri. Oh. Pfarrer Selene, erlaubt der Einheit, sich nach der Ausführung der Attacke gegen einen benachbarten Gegner ein Feld vom Gegner zum Entfernen. Das ist doch nicht schlecht. Von allen Charakteren Dimitri. Awesome. Und ich mag Dimitri, ist mein Lieblingslord von Free Houses. So, Ingrid. So, Ferdinand von Egia. Ah, der Synchronsprecher ist vor kurzem, glaube ich, gestorben, ne? Ah, rest in peace. Also der englische Synchronsprecher. So, Elgard. Ist Claude auch ein Charakter, ne? Aber noch Platin. Flayn, jawohl. Direkt Best Girl als Platin bekommen. Nach Annette. Oh, bitte sag, Annette ist hier auch ein Ring. Flayn und Annette, Best Girls. Von Free Houses. Ist ja, okay, auch eins Best Girls. So, Dimitri ist natürlich Best Boy. So, haben wir noch eine Runde. Bernadetta. Natürlich. Ferdinand von Eger. Der japanische Version war immer so witzig, wenn man den angeklickt hat am Anfang des Zugs. War aber Ferdinando von Egia. Der englische Version war da gar nicht so, war halt gar nicht so witzig. Ah, ja, Ferdinand von Egia. Ja, Bernadetta. Warum kriege ich von dem Free Houses Charakter so viele Dinger, so viele S-Rang, Platin-Ringe, was auch immer. So, wir haben noch nicht Claude bekommen. Claude, 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 Claude. Vielleicht. Oder Annette, Annette, Annette. Verdammt, ich glaube, Annette ist hier nicht. Ah. Oh ja, da fehlt nur noch Claude, ne? Im Edelgard 2. Black Eagle Schüler Dimitri, 2 Blue Lines Schüler Claude, 2 Golden Deer Schüler und dann Flayn, welche ja zu keiner der Klassen gehört. Okay, was noch? Okay, Weibern reiten. Also warte, machen wir beim nächsten Mal. Ich will jetzt noch mal mit ich habe ihren Namen vergessen. Horsentia. Horsentia, ne? Jetzt ganz doof. Weil der Part ist schon zu lange. Ich muss ja ein bisschen, ich muss ja ein bisschen eher aufhören. Wir machen sowieso beim nächsten Mal eine Nebenquest, von daher kann man da vorher noch ein bisschen was anderes machen, ne? Horsentia, ja, ja, Horsentia hieß sie, ne? So, da oben rechts sehe ich Weibern reiten. Wir können schon mal da hingehen. Da kommt wahrscheinlich hier eine Cutscene oder so. Ja, hab ich mir schon gedacht. Damit die jetzt nicht irgendwie offscreen hier so auftaucht. Geh schon mal hier hin. Wanda und Claude. Kannst jetzt Weibern reiten spielen? Ja, ich wusste ja schon, dass es so eine Tätigkeit gibt, ne? Weil mit Spiel, weil der Ladebildschirm hat irgendwie, na, so sind ja.
Hortensia. Hortensia. Ich wusste, das war falsch. Ich bin so froh, mit meiner Schwester hier zu sein. Ich hoffe nur, dass es Rosado und Goldmoni gut geht. Bestimmt. Okay. Weibernreiten machen wir dann beim nächsten Mal. Muss ich sagen, den Rest mache ich alles, weiß nicht. Schwimmbad, Obstgarten, Angeln, Krafttraining, Weibernreiten. Mache ich alles beim nächsten Mal. Weil mein Gott, wir haben hier schon so viel Zeit hier in Anspruch genommen. Deswegen werde ich den Part hier. Ist auch schon lang genug. Ich glaube, ich muss ja, weiß nicht, 2 1,5-stündige Parts machen. Was eine Menge ist. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann. Sehen wir uns mal an, was die Nebenquests hier machen. Ne? Ich nehme an, wir gehen die von Lucina hier als erstes machen, weil wir die als erstes freigeschaltet haben. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann wieder in der nächsten Folge. Ups. Tschüss. Tisch, tisch. Und da bin ich wieder weg.